Bevor ich mit Herrn Gubeli spreche, wollte ich Sie nur fragen, was für ein Typ er ist. Man weiß ja nicht, wie er reagiert, wenn er so gut wie nie ins Tal hinunterkommt. Ach, da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Herr Gubeli ist ganz in Ordnung. Allerdings ist er sehr in sich gekehrt. Er spricht nicht gerne und wenn er was sagt, versteht man ihn schlecht. Aber lassen Sie sich nicht irritieren. Er ist ein helles Köpfchen, also relativ hell. Manchmal, eher selten, eigentlich nie. Und er ist unglaublich vergesslich und schwerhörig. Weiß er denn, dass ich ihn heute besuchen werde? Haben Sie mich angemeldet? Nein, das ist nicht nötig, denn er hätte es sowieso schon wieder vergessen. Ach ja, das erwähnten Sie ja. Wenn wir jetzt zu ihm gehen, wären Sie so lieb und würden mich ihm vorstellen. Das ist auch überflüssig, denn er kann sich keinen Namen merken. Sobald wir weg sind, wird er nicht mehr wissen, dass er interviewt wurde. Und wundern Sie sich nicht, wenn er Sie nicht wiedererkennt, wenn wir von der Aussichtsplattform zurückkommen. Ach du liebe Güte, wie kann denn so ein Mensch eine Berghütte leiten? Ja, das fragt sich so manch einer. Aber damit kann man zumindest ausschließen, dass er das Echo erfunden hat, um seine Wirtschaft anzukurbeln. Wenn überhaupt das Echo eine Erfindung wäre, dann steckt Herr Gubeli ganz sicher nicht dahinter. Er hätte nach seiner Erfindung sicher gleich wieder vergessen, dass er etwas erfunden hat. Und überhaupt, was soll das? Wollten Sie nicht urteilsfrei an die Sache herangehen? Ja, sicher, Sie haben recht. Aber so ein geschwätziges, reimendes Echo, das müssen Sie zugeben, ist ja auch nicht alltäglich. Da macht man sich als gewissenhafter Reporter schon so seine Gedanken. Also, wollen wir das Interview mit Herrn Gubeli hinter uns bringen? Viel wird dabei sowieso nicht herauskommen. Na, wir werden sehen. Grüezi, Herr Gubeli. Alles klar bei Ihnen? Klar. Darf ich Ihnen Herrn Wieslicek von der JuJu-TV-Redaktion vorstellen? Er ist Reporter und will unser Echo kennenlernen. Echo? Hallo, Herr Gubeli. Ja, das weltbekannte Echo hätte ich gern selbst erlebt und meinen verehrten Zuschauern vorgestellt. Sie haben es ja selbst schon gehört, hat mir Herr Stümpfli gesagt. Herr wer? Er meint mich. Wir haben doch zu zweit dieses Phänomen entdeckt. Vielleicht erinnern Sie sich? Regen. Wie ist es, Herr Gubeli? Man sagt mir, durch die vielen Touristen, die das Echo hören wollen, sei Ihre Alm wirtschaftlich aus den roten Zahlen gekommen. Können Sie uns sagen, um wie viel Prozent etwa der Zuwachs gestiegen ist? Hochprozentig. Ach, Herr Gubeli, der Reporter fragt nach, wie viele Touristen täglich zu Ihnen in die Wirtschaft kommen. Viele halt. Wie oft haben Sie selbst denn das Echo schon gehört? Ich höre schlecht. Aber das Echo haben Sie doch gehört, oder? Was? Ich glaube, wir lassen das Interview. Wie ich schon sagte, Herr Gubeli ist ein helles Köpfchen, aber halt nur relativ. Und er kann ja nichts dafür, dass er vergesslich und schwerhörig ist. Lassen Sie es gut sein, Herr Wieslicek. Machen wir uns lieber auf den Weg. Ich glaube, es fängt bald zu regnen an. Also, dass es so schlimm ist, hätte ich mir nicht gedacht. Den ganzen Quatsch, den er da von sich gibt, sollte man aus dem Interview rausschneiden. Aber leider ist das hier eine Live-Sendung. Da geht sowas nicht. Naja, die JuJu-TV-Zuschauer sind recht nachsichtige Menschen. Das werden sie dann schon verstehen. Hahaha, es kann ja nicht jeder so geschwätzig sein wie unser Echo. Lassen Sie uns nun zum Echo hinwandern. Herr Gubeli, könnten Sie uns vielleicht für später einen schönen Tisch reservieren und uns eine kleine Mahlzeit vorbereiten? Vergessen Sie's. Ach ja.